Ja, hallo zusammen, auch von Barracuda-Seite. Willkommen auf der ITSA dieses Jahr. Ich erzähle Ihnen heute ein bisschen, was Sie für Möglichkeiten haben, die Herausforderungen, die sich mit Office 365 ergeben, in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz noch umzusetzen. Office 365 hat bei unseren Nachbarstaaten, Niederlande, Italien, Frankreich etc. in den letzten Jahren sich schon stark verbreitet. Allerdings ist die Umsetzung in Deutschland sehr schleppend vorangegangen, vor allem in Bezug auf das Thema Datenschutz und so weiter, haben viele Bedenken gehabt, aber immer mehr Kunden haben sich dafür entschieden, heute nach Office 365 zu gehen, Exchange Online einzusetzen, kein Exchange On-Premise mehr zu nutzen, OneDrive zu nutzen, um ihre Daten zu speichern in der Cloud. Es gibt auch die Möglichkeit, ja, Skype for Business oder in Zukunft eben jetzt Teams zu nutzen, zur Collaboration unter Kommunikation, und alle diese Tools, die Microsoft in Office 365 bietet, haben auch einen entsprechenden Ansatz, wo man eben angreifbar ist. Und da geht es eben unter anderem eben auch los mit dem Thema E-Mail. Und da ist eben die Frage, die wir stellen, ja, wie sichert man mehr als nur das Gateway? Sprich, nicht nur den normalen Perimeter absichern, ja, sondern wie kann ich eben hier an der Stelle mehr tun? Ganz kurz zu Barracuda. Barracuda ist Anbieter für E-Mail-Schutz. Vor allem, wir sind 2003 gegründet worden mit dem Thema E-Mail. Damals war es noch die Spam- und Virus-Firewall. Die kennt der eine oder andere vielleicht von Ihnen. Und das hat sich eben weiterentwickelt in den letzten Jahren sehr stark. Wir sind in der Forrester Wave im aktuellen Auszug Q2 2019 vertreten unter den Top 5 Lösungen für Enterprise E-Mail Security. Und wir haben eine ganze Menge an Kunden mittlerweile. Das Risiko E-Mail hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark verändert. Wir haben hier mal eine Betrachtung von 2000 bis 2010. Sie sehen hier einige Schlagwörter, die die letzten Jahre immer mehr hochgekommen sind. Ransomware war ein ganz, ganz großes Thema gewesen, ist es nach wie vor. Viele Lösungen bieten hier mittlerweile auch die Möglichkeit, in irgendeiner Form was dagegen zu tun. Brand Impersonation ist vor allem auch dazu gekommen. Da habe ich eine Lösung für Sie. Und ich habe eine ganz nette Folie mal rausgenommen, um zu gucken, wie hat sich das alles über die Jahre verändert. Das ging irgendwann mal mit dem Internet los, da habe ich meinen E-Mail-Server gehabt, da habe ich meine E-Mails entsprechend empfangen, haben uns alle gefreut, dass wir E-Mails empfangen, und dann haben die bösen Jungs sich gedacht, Mensch, da müssen wir uns was überlegen, was können wir denn tun, um in diesen Verkehr irgendwie einzugreifen, und dann gab es eben unterschiedlichste Sachen, die zum Beispiel Hersteller wie eine Barracuda dazwischen geschaltet hat, wie eine Spam-Firewall, eine Data-Loss-Prevention, Backup, Archivierungsprodukte, Sandboxing für Ransomware-Erkennung, und am Schluss kommen die Angreifer über Social Engineering und machen es eben so, dass sie eben sagen, so, wir gehen über die Gmail-Postfächer zum Beispiel der Mitarbeiter und versuchen, die eben auf eine falsche Fährte zu locken. Da kann natürlich ein Unternehmen rein von der Gateway-Security her eben nichts mehr tun. Ja, da muss ich an dem Wissen, an der Awareness der Mitarbeiter für das Verständnis für E-Mail aufbereiten. Und auch diesen Bereich haben wir mit unseren Produkten hier entsprechend mit aufgenommen. Und deswegen, die Absicherung des Gateways ist weiterhin eben erforderlich, aber eben nicht mehr ausreichend. Eine Next Generation E-Mail Protection laut Barracuda sieht so aus: In der Basis unterstützen wir die gängigsten E-Mail-Systeme, wie zum Beispiel Office 365, Google Suite und den normalen Exchange On-Premise, wo wir auch sehr gut für Migrationsprojekte geeignet sind, wenn man eben von Exchange nach Exchange Online wechseln möchte. Darüber haben wir unsere ganze Gateway-Security. Da ist eben mit drin die E-Mail-Security, eine entsprechende Archivierung und Compliance-Lösung, und der allerwichtigste Bereich in Bezug auf Office 365 ist vor allem das Cloud-Backup und die E-Mail-Continuity. Bei Cloud-Backup geht es darum, es gibt drei Punkte in Office 365, wo Backup entsprechend wichtig ist. Das erste ist mal, die Konfiguration von Exchange Online zu sichern. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, die Übersicht zu haben. Der zweite Punkt ist, OneDrive und SharePoint vollständig zu sichern, weil Sie werden mir zustimmen, Backup ist am Schluss die letzte Instanz, wenn alle Sicherheitsmerkmale nicht gegriffen haben, worüber ich die Möglichkeit habe, wieder eine Herstellung zu machen. Ich habe eine Situation, ich bin ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens, ich nutze OneDrive offiziell, habe mir aber meinen Rechner verschlüsselt mit einer Ransomware. Was passiert bei der Ransomware? Sie geht hin und verschlüsselt alle Daten, die sich auf Ihrem OneDrive-Laufwerk befinden. Sie lässt aber den Dienst weiterlaufen, lässt alles in die Cloud synchronisieren, und alle Ihre Kollegen, die diesen Ordner auch haben, haben den verschlüsselten Ordner und die Daten sind eigentlich weg. So, die Möglichkeit, die Sie haben, ist, über die Postfach
Papierkorbfunktion von Microsoft zu arbeiten. Eine Papierkorbfunktion ist kein Backup, werden Sie mir auch zustimmen. Bei uns haben Sie die Möglichkeit zu sagen, Sie stellen einfach den Ordner mit dem entsprechenden Stand, zum Beispiel gestern um 14.42 Uhr wieder her und haben wieder vollständigen Zugriff auf das komplette Laufwerk, zum Beispiel auf den Vertriebsordner. Bei E-Mail Continuity geht es vor allem darum, zu sagen, was passiert, wenn dieser 0,01% Fall bei Microsoft eintritt und Office 365 ist nicht mehr erreichbar. Ja, dann haben Sie ja per se erstmal nicht mehr die Möglichkeit, eingehende und ausgehende E-Mails zu lesen oder zu versenden. Ja, Sie können auf Ihre historischen Daten vielleicht auch nur bedingt zugreifen, weil Sie ja keine Verbindung zum Office 365-Netzwerk haben. Sie haben bei E-Mail Continuity bei Barracuda die Möglichkeit, über einen Notfallposteingang für jeden Benutzer entsprechend die Möglichkeit zu haben, E-Mails weiterhin zu empfangen und zu versenden. Sobald der Server wieder online ist, werden die Daten wieder mit dem Office 365 Exchange synchronisiert. Und Sie haben zusätzlich auch noch die Möglichkeit, über unsere E-Mail-Archivierung vollen Zugriff auf Ihre historischen E-Mails zu erhalten. Ja? Und das ist vor allem für Ihre Mitarbeiter eine ganz gute Sache, weil Sie eben die Möglichkeit haben, in Ihrem Outlook zum Beispiel mit zwei verschiedenen Verzeichnisbäumen zu sehen, A, mein Live-Postfach von Office 365 und darunter die Archivierung, wo genau die gleiche Ordnerstruktur zu sehen ist. Ja, und das ist auch in Bezug auf Archivierung ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man eine E-Mail-Archivierung einsetzt, reicht es nicht, dass die Daten irgendwohin archiviert werden, sondern das muss auch irgendwie nutzbar sein für den Endbenutzer. Und das bedeutet an der Stelle, wenn er eben in irgendeiner Form eine Verzeichnisbaumstruktur aufbaut, mit der er arbeitet, dann sollte man in irgendeiner Form auch ihm genau diese wieder zur Verfügung stellen, damit er seine Daten wiederfindet. Zusätzlich haben Sie aber auch die Möglichkeit, bei unserer Archivierung über ein Outlook-Plugin auch zusätzlich mit einer iOS- oder Android-App eben zu arbeiten, eine komplett eigenständige. Über dem Thema Datenschutz haben wir den Schutz vor Identitätsbetrug. Da geht es vor allem darum, wir haben eine künstliche Intelligenz, eine AI-Technologie, die erkennt Social Engineering-Angriffe. Ja? Ich habe hier auch gleich noch ein Beispiel, was ich Ihnen dafür zeigen möchte und wie wir dagegen vorgehen können. Und dann gibt es noch den Bereich Brand Protection. Da haben wir eine DMARC-Lösung bei uns mit drin, die die Möglichkeit bietet, Ihre Domain im Prinzip nochmal zusätzlich zu schützen. Zum Beispiel bei Barracuda gibt es zum Beispiel die Domain barracuda.com. So, und ich könnte jetzt zum Beispiel steuern über eine DMARC Protection, wer darf die barracuda.com denn alles als Domain nutzen für irgendwelche Services. Ja, zum Beispiel ganz einfaches Beispiel ist, Sie haben immer die Möglichkeit, die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens bei Google zu hinterlegen. Ja, das bedeutet, Sie können dann von Google aus eine E-Mail versenden, über Ihre E-Mail-Adresse von der Arbeit, wo Sie eigentlich das gar nicht sollten. Ja, das kann man mit DMARC unterbinden und kann im Prinzip den Empfänger zeigen, dass das gar kein authentifizierter Absender ist. Oben drüber haben wir unsere menschliche Firewall. Das ist die Phishing-Simulation und Trainingslösung von uns, die eben, wie gesagt, die Möglichkeit bietet, hier entsprechende Schutzmaßnahmen aufzubauen. Abgerundet wird das Ganze mittlerweile mit Forensics und Incident Response. Da geht es vor allem darum, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Situation, wo ein Mitarbeiter sagt, ich habe hier eine E-Mail und trotz unseren ganzen Sicherheitsmaßnahmen ist da irgendwas nicht ganz koscher. Ich möchte das jetzt mit einem einfachen Klick an die IT melden und die IT sieht dann, ah, hier, der Sascha Breitzke hat jetzt hier eine Meldung gemacht, da ist hier irgendeine E-Mail, die schaut komisch für ihn aus, schauen wir uns die mal an, aha, okay, da ist irgendwas wirklich nicht in Ordnung, schauen wir mal, ob wir noch mehr Mitarbeiter haben, die auch diese E-Mail empfangen haben. Und dann kann der Admin entsprechend reagieren, ohne dass für irgendjemanden ein großer Aufwand entstanden ist. Im Vergleich zu Microsoft, ich werde jetzt keinen Competitive Sheet für über alle Hersteller auspacken, aber entscheidend ist, schauen Sie sich das Portfolio von Barracuda an im Vergleich zu Microsoft Office 365, was Sie dort bekommen können, was den Datenschutz und die IT-Sicherheit angeht. Da haben wir als Hersteller ein sehr großes Paket als Gesamtbild, was wir anbieten können, wo wir auf jeden Fall gut punkten können. In der Übersicht nochmal, entscheidend ist, der Basisschutz, die Barracuda Essentials, die sich in der Total E-Mail Protection befinden, beinhalten eine easy-to-use, cloud-basierte E-Mail Security. Wir haben eine
E-Mail-Archivierung mit drin, die volle Compliance darstellt. GDPR und Datenschutzgrundverordnung ist voll gegeben. Und Sie haben hier einen ganz großen Vorteil gegenüber der Archivierung, zum Beispiel bei Microsoft Direct. Sie haben die Möglichkeit, auch eine Exit-Strategie zu haben. Wenn Sie morgen nach Office 365 gehen und datenschutzbezogen, datenschutzgrundverordnungsbezogen dort E-Mail-Archivierung betreiben, dann müssen Sie ja dort bleiben. Was machen Sie in 5 Jahren, wenn Sie dort wieder raus müssen oder wollen? Sie müssen die Daten ja entsprechend vorhalten, ja, für einen festen Zeitraum, und die Daten müssen compliant bleiben. Wenn Sie die Daten dort rausziehen, dann haben Sie wieder einen neuen Zeitstempel und haben nicht mehr die entsprechende Datensicherheit. Bei Barracuda ist der große Vorteil, wenn Sie unsere E-Mail-Archivierung in der Cloud für Office 365 nehmen, können Sie morgen sagen, ich wechsle von Office 365 zu Gmail oder zu Amazon oder vielleicht auch wieder noch On-Premise. Sie können auch die Cloud-E-Mail-Archivierung an den On-Premise-Exchange anbinden. Jetzt kommt natürlich die Frage, und wenn ich keinen Bock mehr auf Cloud Security mit Barracuda habe, selbst das geht. Sie können Vollbackup von unserer Archivierung machen und können sie in eine Appliance oder eine virtuelle Appliance wieder zurück importieren. Also es gibt eine Cloud-Exit-Strategie. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für viele Kunden. Und natürlich ganz klar der Schutz von SharePoint und OneDrive for Business Daten. Barracuda Sentinel ist auch ein Teil von unserer Total E-Mail Protection. Da geht es eben vor allem darum, eben zu sagen, zum Beispiel Spear Phishing soll leicht erkannt werden. Ja? Wir haben hier, Sie sehen hier die beiden, den Empfänger und den Absender. Wir haben hier im Prinzip hier den Absender conp.com und hier haben wir den Empfänger corp.com. Ich nehme mal gerne Barracuda als Beispiel. Wir haben 2 R's in unserem Namen, Barracuda. Ja, Sie sehen es auf Ihren Taschen auch. Und Sie haben eben die Möglichkeit zu sagen, ich kriege eine E-Mail von Barracuda mit einem R. Das fällt Ihnen im ersten Schritt vielleicht nicht auf, ja, ist aber an der Stelle schon eine ganz klare Spear-Phishing-Attacke. Eine Intelligenz von Barracuda ist in der Lage, genau das schon zu erkennen, ob das eben so richtig ist. Zusätzlich erkennt diese Engine auch, ob Sie derjenige sind, der gerade wirklich am Rechner sitzt und diese E-Mail schreibt. Das bedeutet, wenn Sie jetzt auf Toilette gehen und ich nehme Ihren Laptop, schreibe eine E-Mail an Ihren Kollegen, der dann irgendwie was überweisen soll oder so, ja, dann merkt er schon an meiner Schreibweise, dass das nicht ich, also dass das nicht Sie sind, ja, weil er Machine Learning-mäßig mit der Zeit erkennt, wie Sie an der Stelle arbeiten. Auch eine ganz interessante Sache. Auch ganz üblich, ganz bekannt, Account Takeover für OneDrive. Ja, Sie kennen das, Sie kriegen in irgendeiner Form eine E-Mail, da steht OneDrive, bitte klicken Sie auf die Datei zum Runterladen, damit Sie sich hier die Datei anschauen können. Schon haben Sie sich eine entsprechende Attacke eingefangen. Auch dagegen können wir entsprechend eben Sie schützen. Gehen wir mal einen noch weiter. Wir haben noch einen weiteren Punkt, den E-Mail Threat Scanner. Das ist ein ganz gutes Tool, mit dem Sie kostenfrei die Möglichkeit haben, mal zu prüfen, wenn Sie Office 365 einsetzen oder einer Ihrer Kunden, ist dort denn wirklich die Gefahr da, die der Breitzke auf der ITSA Ihnen erzählt hat. Sie haben die Möglichkeit, dieses Tool zu nutzen, Ihr Office 365-System damit zu scannen und am Schluss kommt ein Ergebnis raus, wo im Prinzip es dann heißt, Sie haben entsprechend eine bestimmte Anzahl an E-Mails gefunden, die irgendwelche Bedrohungen haben, ja, und dann kann man sich in der Basis auch nochmal anschauen, woher kommen die, was ist da passiert, wie können wir das jetzt beheben, ja. Das Entscheidende dabei ist, es zeigt Ihnen und Ihren Kunden, dass der Kunde in irgendeiner Form sich ein zusätzliches Thema E-Mail Security anschauen sollte, weil wohl sein bestehender Schutz hier nicht alles erkannt hat. Zusätzlich haben Sie im E-Mail Threat Scan Report auch nochmal die Möglichkeit zu sehen, wer sind die gefährdeten Mitarbeiter, eine Ergebnisübersicht, eine Top-Angreiferübersicht und natürlich auch in irgendeiner Form eben diese sogenannte Checkbox, wo man das entsprechend umsetzen kann. Sie haben hier mal die Möglichkeit, sich einen personalisierten Link zu setzen. Da können Sie zum Beispiel für Ihre Kunden hingehen und können diesen Link verschicken. Und dahinter steht dann zum Beispiel Ihr Firmenname. Ja? Wenn Sie selber Endkunde sind, dann können Sie natürlich diesen Scan auch nutzen. Idealerweise binden Sie einfach Ihr Systemhaus des Vertrauens mit ein, damit die das mit Ihnen zusammen durchführen. Abschließend noch ganz kurz, ich habe am Anfang eingangs gesagt, das Thema Phishing in Form von, wir haben diesen Angreifer, der über Social Engineering reinkommt. Ja.
hier ganz kurz gesagt, es sieht so aus, Sie haben die Situation, Sie wollen sehen, wie sieht es in meinem Unternehmen aus, meine Mitarbeiter sollen in irgendeiner Form mit E-Mails sauber umgehen können. Sie haben die Möglichkeit, eine gefakte Kampagne aufzusetzen, zum Beispiel, sagen wir mal, Secret Escapes. Sie schicken eine E-Mail raus als Test an Ihre Mitarbeiter und schauen, wer klickt da drauf. Und die Reaktion, die danach kommt, ist im Prinzip, die Mitarbeiter haben aus Versehen draufgeklickt, sind darauf reingefallen und danach bieten Sie ihm die Möglichkeit, in einem Video zu erklären, warum hat er hier einen Fehler gemacht, und danach kommt ein Training, wo Sie prüfen können, wie ist der Sicherheitsstand jetzt und so weiter und wie kann er in der Zukunft das richtig machen. Und wie das dann genau weitergeht, können Sie direkt hier unten gleich erfragen, weil ich muss jetzt leider abwürgen, weil die Zeit so langsam aber sicher vorbei ist. Und ganz wichtig am Stand, wie viel kann man sich das Ganze nochmal in aller Ruhe erklären lassen? Standnummer? 09416. Bei Infinigate auf der Rückseite. In dieser Halle 416. Besten Dank. Super, danke.